Guten Tag, oder in dem Fall, guten Abend, ihr Leid. Wir spielen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Und zwar sind wir ja eigentlich auf der Suche nach Sven. Um genau zu sein, soll man ihn in seinen Gemächern treffen. Das Problem an der Sache ist, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Aber das Internet hat Ahnung. Okay, wir waren scheinbar aus irgendeinem Grund noch nie im Schloss beim Brand im Zimmer. Also zumindest kriegt man es nicht als sein Schlafzimmer angezeigt. Das finde ich ein bisschen krass. Aber grundsätzlich ist es da, ist im ersten Stock, alles klar. Wir gehen da hoch, weil ich da Bock drauf habe. Was hat er denn für ein Problem? Ach, du bist der, wo man die Dire Boot verkaufen will. Nee, lass erst mal gut sein, Kollege. Danke, aber. So, ich irgendwie. Da muss doch irgendwo. Hä? Hab ich mich. Also Loch. So, wie Sie sehen, bin ich hier komplett falsch. Mach mal Licht da. Das ist ja was Sie. Oh ja, das ist eine gute Idee, ne? So, wunderbar. Wo zur Hölle bin ich? Ich kann dir mal gucken, wo ich bin. Wo muss ich hin? Aha. Ich muss irgendwie nur links. Also Mauer. Also ja. Okay, ich bin zu weit hoch. Ich weiß halt, um ans Schloss zu kommen, muss ich ganz hoch gehen. So, dann haben wir gewiss, dass es so noch weiter hoch geht. Okay. So. Ist die Sache. Halt folgende, dass ich schon da nicht hinkomme. Ach, da steht er jetzt vorne dran. Die Wache. Und der lässt mich jetzt so nicht nennen, ne? You are not permitted to be here. Move along. Ja, okay. Mach ich. Ja, hier komme ich auch nicht nennen, ne? You are not allowed in here. Okay. Dann gehe ich so nicht wahr. Irgendwie muss ich doch. Guck mal da hin. So. Guck. Komm ich doch jetzt wirklich nirgends hin? Das wäre natürlich jetzt ja doof. Da hinten ist noch ein Dädel. Hallo. Sorry, ich muss doch hin. Ich hab dringend das Business zu erledigen. So. Also, aufpasse, ich zeig's euch. Nett. Bin ich denn hier? Im Wachhaus. Ich muss ins Schloss. Das Problem ist. Wenn da so Musik läuft. Ich muss mal gucken, wo läuft denn der da jetzt halt hier? Da bin ich komplett falsch. Ich muss da nimmer. Wenn da so Musik läuft. Ah ja, jetzt hat. Hallo. Mich hat keiner gesehen. So. Und das so Musik läuft, dann heißt es, dass ich hier, also das habe ich ja letztens gelernt, dass ich hier, so. Ist das ein Kack? Dass ich hier unerlaubterweise bin, sorry, ich muss ja irgendwann mal mein Set beenden, ich weiß. Dass ich hier unerlaubterweise bin und deshalb muss ich da ein bisschen obachtbar sein. Aber kein Problem, kriegen wir hin. So, jetzt hat müsste ich aber am Schloss hin, oder? Ja, gut. Aufpassen. Das hier ist sein Zimmer. Sein Schlafzimmer. Das heißt, ich schlafe jetzt nur links. Bis es nicht mehr geht. Quasi. So.
Und jetzt biege ich da noch rechts ab. Und jetzt laufe ich wieder nach links. Und jetzt müsste es da drin sein. Sven's Gemächer, da ist er. I heard from Captain Hallo. Brands, that you plan to make for Batal in ja. order to continue your investigation. Genau, habe ich vor, Kollege. Me, I've been looking into my mother's movements since last we met and I happen upon this. Ja, was hast du, leere Hand? Tis a letter she discarded, only half written. Okay. It seems to be addressed to someone called Phasus. Phasus, okay. I passed an eye over it, though I failed to grasp its meaning. Or what compelled her to throw it away. Here, I thought it best that you have it. Mayhap you could glean aught from it that I could not. And okay, danke schön. If you do, would you be so kind as to share it with me? Uh-huh. That is only if you have the time to spare. I am in no position to make demands, of course. So. Ein Schleier hauchzarter Wolken. Untersuche den Brief und erstatte Sven Bericht. Ich untersuche erstmal die Geikicht hier. So, siehst du. Tut mir leid, aber die ist so voll. So. Alter, der Name ist jetzt schon 5. Egal. Ich will gucken, ich mal ein bisschen um, ja? Schöne Blümchen hast du da. Sehr Augustins Brief. Sven, ich hoffe, ihr seid wohl auf. Mir geht es gut, obgleich ich mich sehr nach meinem Heimatland sehne. Ihr müsst wissen, dass mir das Wohlergehen von Wermund so sehr am Herzen liegt wie euch. Wie eurer Mutter sogar. Ich tue alles in meiner Macht Stehende, um zurückzukehren, denn ich möchte euch unterstützen. Mit Glück habe ich bald gute Neuigkeiten. Wer ist denn der? Ha, guck. Das ist Sven. Haha. Sven mit der dicken Aue. Die dicke Aue hat er immer noch. Aller gut, dann guck mal halt mal unter den Brief da hin, ne? Das ist der Passierschein. Ah, das ist der Brief. Ein verworfener Brief von Königsregentin Disa, in dem sie sich für das Gottgeflüster bedankt. Der Name Phasus springt förmlich ins Auge. Glad I am to see you well. I've been wondering how you were getting on. Ja, ich hab ne grad gelesen. No progress as yet then. Okay, ich schätze mo, ich pin mo den Auftrag dra. Untersuche den Brief und erstatte Sven Bericht. Hier endet der Brief. Untersuche absichtlich und teile dem App-Konsul deine Erkenntnisse mit. Ja, ich behaupte jetzt einfach mal, ich kenne zu Brandgay. Wer ist dann Phasus? Okay, dann kommen wir zufällig hier irgendwie raus, ne? Okay. Ich würde halt gerne jetzt einfach raus, ohne irgendeinem über die Fies zu laufen. Das wäre schon saupraktisch. Ja, ich weiß, ich mache komische Geräusche mit meinem Mund. Halt, da geht's nur noch. Ne, da geht's nuff. Unser Aufzug. Ich will aber nicht Aufzug benutzen. Ich gehe mal die Treppe hoch. Turm. Ich war hier noch gar nicht. Oh geil, Kiste. Ja, mit. Gibt es da noch was Cooles? Au. Uah. Jesus, ne, war das laut. Bin ich gerade verschrocken. Sorry, ihr Leid. Fliehen die Fetze hin. Okay, scheint nichts. Gehen wir gerade noch ein bisschen Nuff, ne? Oh, geil. Wachturm war ich noch gar nicht. Das ist voll cool. 1500 Geld. Ja, ich geh jetzt so die Kiste nicht mehr kaputt machen. Das, aber die mach ich. Aha. Ja, falsche Richtung. Da, zack, dra gedreht. Junge, das geht auf die Zehe, sag ich dir. Na gut. Uah.
Da ist ein Loch im Boden. Da ist noch ein Loch im Boden. Okay, vielleicht hätte ich doch den Aufzug nehmen sollen. Nein! Vielleicht sollte ich doch den Aufzug nehmen. Gegenstände. Heilen wir uns ein bisschen. Gar kein Problem. So, wo war dann hier der Aufzug? Da unten irgendwo. Da müssen wir noch ein Stückchen nun. Ich fahre jetzt mit dem Aufzug da hoch. Und guck, dann macht das vielleicht andersrum. Vielleicht kann man von oben dann runtergehen. So. Das war scheiße hier. Ist es nicht. Ich kann hier gar keinen Aufzug nehmen. Ja, ich bin doch da irgendwo hingegangen, wo dann da. Wieso hängt denn da eine Base? Ja, da muss ich noch weiter nun. Ah ja, da guck. Hey! Abwärts, aufwärts, männisch. Der geht aber hoch, hä? So, der hätte gar nicht hoch. Alter. Ich gehe mal besser noch ein bisschen Nulad, ja. So, nicht, dass ich da oben kämpfen muss oder so. Knack. Okay. Coole Sache hier. So eine Kipzokay-Kiste hier? Ah, doch. Na siehste, verarschen lassen wir uns nicht. Laterne, halb voll. Na dann. Ach so, ja, komm mal her. Ui! Kann man voll was hier plötzlich, gell? So, Explosionspfeile, das ist immer cool. Tröd. Und lauter so tröde Dinge. Und lauter Kiste. Oh, krass, ey. Wolfsbogen. Cool. Starrer Blick des Drachen. Da habe ich doch schon eine. Wie oft kann dann der starre? Ich guck mal kurz deine Wolfsbogen an. Nee. 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 Okay. Ist jetzt irgendwie nichts Besonderes hier? Sehe ich das richtig? Ah. Okay. Ja, dann gehe ich gerade wieder nun. So, und diesmal laufe ich aber nun. Ging's doch aber irgendwo runter, gell? Da. War beobachtbar so, dass ich nicht irgendwo ins Loch hinfall oder so. So. Gibt's doch. Oh, geil, da gibt's doch. Ah, da ist eine Kiste. Guck. So. Na, 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 na. Oh, ja. Kiste. Noch mehr Kiste! Und noch Kiste! Und noch eine Kiste! Nur halt nichts drin. Das macht mich aggressiv! So. Uah! Beino hat das Loch gesehen. Echt jetzt, was ist denn das hier? Kennt ihr euch mal vielleicht ein bisschen um euer Schloss hier kümmere? Sieht so aus wie bei Himmels in der Werkstatt. Echt jetzt. Ist da hinten irgendwas? Bleh. Außer verrückt spielende Kamera gibt's da nix. Okay.
Na, was haben wir denn hier? Wie wäre es denn mit große Menge an Gesundheit? Kann ich nicht benutzen? Okay. Ey, was sollen die Scheiße jetzt? Ja. Ich mein ja nur, hey, ich hab früh genug gedrückt. Ach, ist das eine Scheiße. Na, welches bin ich jetzt halt wieder ohne? So, hopp, ist jetzt genug Scheiße da gemacht. Hab jetzt so, okay, Bock mehr auf euer Kack. Ich geh jetzt heim. Knickt euch, Leute, ich geh nach Hause. Oh, Licht aus. Ich will doch nur heim. Magistratszimmer. Hey, Moment! Der Fuzzi, den ich gerettet hab. Vielleicht weiß der was. Vielleicht weiß der was. Der wo da unten huckt. Da. Der, wo unten huckt im Kämmerle und die ganze Zeit lässt. Er kann nur Brief lesen, wie wir das. Hallo. Ist mir halt nur gerade hingefallen, weil ich suche halt einer, der Briefe entziffern kann. Also nicht entziffern oder so irgendwie. Der hat halt. Also der Brand A, aber. Brand. Ich dachte halt so. Vielleicht einer von deinen zwei wird ja wohl was wissen, oder? Junge, Samu, oh, alter Schwede, jetzt kommt aber mal. Oh, es wird wieder da, hey, sorry. Ich brauche unbedingt eine neue CPU. Die, wo ich hab. Kommt mit dem Spiel hier nicht klar, wie man sieht. Es verreißt zwar noch das Bild, nicht schlecht. Nee, an die Grafikkarte leid's nicht. Die ist noch nicht voll ausgelascht und so. Ach, du bist wieder der Glatzemann, wo man es da ja Haus verkaufen will. Lass mal gut sein, habe ich gar keinen Bock drauf. So, ich muss jetzt so weit wie möglich runter ins arme Viertel. Zu deren Nonnen. Also nicht zu den Nonnen. Komm, ich geh da runter. So. Aber vor das Nonnenhaus. Oh, kann man wieder ein bisschen Zeit klauen. Vor das Nonnenhaus sozusagen. Geil, wir kommen durch die Haut hier. Information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. So, jetzt pass auf. Da. Meine Stotterei nervt mich gerade. So, da will ich nicht. Jetzt können wir aber auch die Lampe anmachen, so. Und Nuna, dann rechts die Dirnin. Ah, ne. Die Dirdonin, das war die Abkürzung quasi, gell? Und dann. Oh. Ich weiß gar nicht, ist schon so lange her. So, wieder Nuff. Battle is upon us! Hey, sag mal, war ich hier noch nie oder was? Laber doch nicht. Echt jetzt, also. Hä? Wieso ist denn die Karte nicht. Uah, Ratte. Danger might lurk anywhere. Where every shadow and mind the sea. I lack information pertinent to this task. Hey, consider hiring a pawn better apprised of such matters. Laber nicht. Wir sind schon ziemlich gut. Stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel. Alter. So. Na komm, da geht noch. Also was macht dann da die Rat? Die rennt da im Kreis. Junge, ich erlöse dich mal. Armes Rattelsche. Muss so die ganze da im Kreis rennen. Armes Vieh, ist wohl Marionette. So, ich wollte doch aber eigentlich Schnuff gehen. Ich will doch zu dem. Sag mal, also irgendwas muss das Update, wo du letztens kommst, gemacht haben mit dem Spiel, glaube ich. Weil.
Quest habe ich schon gehabt und ja, komm. Ist zwar jetzt egal. So, ich muss irgendwo hin. Ich weiß aber nicht wo. Es ist schlecht. Komm, dann gehen wir einfach hier entlang. Und hier nur rechts. Ah ja, hier muss ich lieber, gell? So, irgendwie war das. Das ist schon so lange her. Komm ich doch nicht her? Doch, komisch, oder? Klar. So. Okay. Ja, aber jetzt hier eine Spinne. And here I was hoping for some great treasure. Ja, ach, falsch. Oh, ah, jetzt hat gehen wir nach oben. Jetzt bin ich richtig. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. So. Wo ist denn der Knispel? Der steht als. Ah, du. So. Knispel, komm mal her. What is it? Have you brought me something to sate my unconscious? Ah, komm, jetzt laber damit wieder. Oh, geil! A book, perchance. Ja, ein Brief. Ich habe einen Brief für dich, einen Brief. A letter, is it? A letter, is Let's it? See here. Ah, guck mal da drüber, Kollege. But know that tonight the moon shall again be shrouded in a veil of gossamer clouds, awaiting the return of the sun's warming glow. Ja. Oh well. I'd not put Deesa the capacity for such refinement. 'Tis a love letter of a sort. Jo, mach Sache. One that draws on ancient symbolism to convey its message. The moon represents a woman, the sun, a man. Mm-hmm. Put simply, what this letter means to communicate is, I miss you. A surprisingly saccharine sentiment coming from the Queen Regent. Would you not agree? Ja, irgendwie schon, ne? I know not who this Phasis is, though tis safe to say that Deesa is rather invested in him. Deesa plus Phasis, Deesa plus Phasis. What concerns me is this God's sway mentioned in the first line. If we can take this letter at its word, and 'twas indeed granted to the Queen Regent, we can surmise that it must be something. Ja, vielleicht sowas wie Halskett oder sowas, die Pawns irgendwie ihr Wingel, der Willow zwingt oder so. Of object, however, I can only begin to guess. And I'm not one for pointless conjecture. Okay, ich merke schon, ne? I suspect someone of Batali heritage might ich merke schon, alle Quests führe jetzt nach Batal. So. Okay. Dann zeigen wir kurz her. Die Aufträge. Untersuche den Brief in der Stadt des Sven-Bericht. Der Magistrat hat erklärt, dass der unvollendete Brief romantischer Natur gewesen sei. Untersuche die Absichten des unvollendeten Briefes und teile App-Konsole. Also der hat ja gesagt, ich soll eine Batal. Batal! Okay, dann. Ja, das hätte ich jetzt sowieso gemacht. Also, okay, cool. War eigentlich noch schon ziemlich gut, dass wir jetzt das zuerst gemacht haben. Und ich hätte mal ewig rumreisen müssen. Wo mir gerade was infällt. Ich muss mal kurz was gucken. Ich habe ja Reisekristall. Wir sweeten sowas. 2 fucking Kilo. Voll Heere die Waldfee. Dann habe ich noch einen Haufen. Bin ja schon fast überladen hier. Hier, Ulrich Nemo. Sag mal, habe ich das doch nicht angezogen? Warum denn nicht? So, und das kann ich auch annehmen, Ulrich. Danke. Ah, lass dich schon mal viel besser laden jetzt. Was machen die da hin? Sonst will die Play machen. So. Nee, da muss ich schnuff. So. Jetzt hat der Wischnuff. Okay. So, jetzt haben wir das A. Sehr gut. Also alles führt nach Batal. Und jetzt pass auf. Folgendes. Um nach Batal zu kommen, muss ich zuerst nach Ruhestadt. Und ich weiß, dass ein Ochsenkarren nach Ruhestadt geht.
No few was times has an overconfident sir arisen. I trust that you will do what is right by Daphne. And indeed, by this step, pray see to it that naught akin to the recent debacle. Ja, 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 stimmt, da war ja was, ne? Guck mal, ich zeige dir, wie man gescheit im Müll rumwühlt. So, kriegt man nämlich Geld raus. Stimmt, da war ja die Sache. Mit der Daphne, die eigentlich die Tochter aus reichem Hause ist. Aber aus irgendeinem Grund will die Mutter sie nicht. So, jetzt pass auf. Also, ich muss... Ja, 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 ja. Zuerst mal an der Kiste. Ist da nicht irgendwo mal Haus? Doch, ist es. So. Ich guck mal, ob ich es finde. So. Weil in meinem Haus ist ja eine Kiste. Bin ich vorbeigerannt. Ah, boah, warte, Hut. So. Also. Muss ich nicht in den Luft gehen? So. Das ist nein. Ah, du. Eieiei. So. Also, folgendes. Ich tue jetzt mal einlagern. Und zwar den Reisekristall. Der wird nämlich... Oh ja, das kann ich einlagern. Unvollendeter Brief. Keine Ahnung. Wolfsbogen taugt nichts, lasse ich hier. Schöne Klamotte nehme ich nicht mit. Dies lasse ich auch hier. Sich wieder Scheiße dabei habe. Hey, ist der Wahnsinn. Binnengiftbeutel. Halbvolle Lamp. Zack, weg damit. So. Und der Ulrich hat folgendes abzugeben. Das du. Das du. Okay. So. Entnehmen will ich ein paar Sachen. Und zwar so grüne Flasche. Habe ich nämlich einen Haufen. Ein ganzer Haufen. Nehmen wir 6 mit. So, abbrechen. So. Na, geh weg da. So, jetzt lege ich mich da erstmal ins Bett und schlafe rund. Bis morgens. So, und dann machen wir uns auf den Weg. Also ich habe jetzt nur geschlafen, damit wir wieder Moins anfangen und nicht da irgendwie. Dann machen wir uns auf den Weg noch Batal. Und zwar ist meine Idee, pass auf, ich zeige es euch. Hier gibt es irgendwo Ochsenkarre da. Karre Station West. Also wenn einer nur, ne, das ist so der Einzige, wo man han. Nur ohne Fahrt, jo kenner hier durch so Wasser. Aber warum ist dann jetzt hier V-Sync hier so scheiße? Naja. So, also wenn wir mit dem Ochsenkarre irgendwie da rauskommen, dann mit dem, weil wir müssen ja grundsätzlich noch Weste da irgendwo hin. So irgendwie. Die Dinger, wo ich da übrigens auch gezeigt kriege, das ist, weil die Ayana hat so komischer Skill da drin, dass er das halt auch zeigt. Okay. Ich muss also, hallo, zu der Ochsenstation, die da ist, hier. Dann machen wir hier wieder einen Pin drauf, damit ich ungefähr die Ahnung habe, wo ich hin muss. Ja, ungefähr geradeaus. Naja, das ist andere geradeaus. Dieses geradeaus, okay. I shall never forget the agony I felt at the coronation. So, jetzt pass auf. We must needs uncover this secret power that allows for the command of thorns. Warte mal, ich könnte mal hier noch ein bisschen... Oder? Nee. Das machen wir nicht hier. So. Also ich wollte gerade meine Sache ein bisschen aufpowern. So. So, ich muss mich hier irgendwie durchspülen. Da ist die Ochsenkarre-Station. Da, guck mal da, da ist er sogar. Jawohl. Hier. Komm her, ich zahle A. Ja. Ja, genau.
Alles klar. Ox-Clots make for relatively safer travel. Walking everywhere is certainly tiring. So, dann hoffen wir mal, dass wir zumindest ein bisschen weit kommen. Ulrich, könntest du vielleicht dem guten Fahrer aus dem Weg gehen, dass der seine Arbeit noch kommen kann? Was macht er dann jetzt? Ja, bim, bim, bim. Sehr gut. Aufsteigen, bitte. Junge, du bist nicht der Bimmler, du bist der Fahrer. Komm her und fahr. Hör auf zu bimmeln und fahr. Sehr gut. Geht doch. Oh, ich hoffe, dass das jetzt klappt. Ich habe so irgendwie gerade gar nicht wirklich Bock, noch weiter rumzulaufen, ne? Ich will einfach nur aus der Stadt raus, ja? Und so schnell wie möglich zumindest nur Ruhestadt kommen. Und dann ziehen wir weiter. Da muss ich mal Biestrenmaske aufziehen. Und dann ziehen wir weiter. Aber erst dann. Erstmal müssen wir aus der Stadt rauskommen. Guck mal her, ich gehe mal rund penne. Gute Nacht. Hoffentlich klappt das, hoffentlich klappt das. Ja? Ah. Okay, alles klar. War's das schon? Lass mich mit. This Ox-Cart's bound for the checkpoint rest town. Ey, muss ich jetzt nochmal Geld bezahlen? Ich glaube, es hackt. Ich hab schon bezahlt. No harm in picking a few. Ach Mann, wir sind schon da. Shit, jetzt habe ich 100 umsonst bezahlt. Direkt vorne. Ah Mann, hätte ich vorher gut gesollen. Hat er mich abgezockt? Der Luder da. So, da unten ist das Geiseding. Da waren wir ja auch schon umgelaufen. So. Aller gut. Hat er mir 100 Golddinger abgezockt. Die Busfahrer, du, echt jetzt. So. Da sind wir. Was ist denn hier los? Wer randaliert dann da? Was machst denn du da? So, jetzt pass auf. Mein Plan ist, dass ich jetzt hier mal ein bisschen die Waffe angucke, ne? Gibt es doch bestimmt irgendwo ein Schmied da vorne. Das ist eine Schmiedin. Ah, nicht schlecht. Wo ist sie dann? Ah, da. Hallo. Well, hello there, sir. Oh, there's always demand for weapons. Particularly near the border, where quarrels occur every other day. Ja. Lass mal gucken, was hast du denn Feines? Bogen 319. Aha. Geht so. Ich würde Ausrüstung verbessern. Vermundisch. Ach, immer noch. Ja, ich tu zumindest mal. Ich weiß nicht, soll ich eine Bogen verbessern? Ich werde ein bisschen leichter und ein bisschen stärker. Geflecktes Ärzten, Und dann könnte ich dann voll aufpowern eigentlich, Kettepanzer. Die sind schon aufgepowert, okay. Komm her, Onkel Ulrich, wie sieht's bei dir aus? Ja, eigentlich schon ziemlich in Ordnung. Okay, dann wir gucken mal nur die Klamotte, ne? So viel geiler ist das halt nicht, was sie hier haben. Wir haben halt schon ziemlich geiler Scheiß. Muss man halt alle zusagen, scheinbar, ne? Sieht gut aus mit ihrer Augenklappe. Voll dumm, ey. Jetzt aber her. Ah, ja. Da, jetzt hat... Ah, nee. Mantel des Schwertkämpfers. Ja, aber... Boah. Ich will auch, dass ich im Nachthemd rumrenne. Das war irgendwie dumm. So, was haben wir dann für mich hier Feines? Für mich gibt's doch schon mehr. Stabile Lederrüstung. Okay. Ich verstehe, ne? Das wird sich schon eher rendieren für mich.
224, 212. Die ist schon deutlich geiler, ne? Und sieht gut aus. Muss man ja auch dazu sagen, ne? Vom Geld her kennt man es uns auch leichter. Ich weiß jetzt, also ich gehe mal davon aus, wenn wir jetzt noch Batal fahren, da wird es jetzt richtig wild wäre, wird es vielleicht nicht schlecht sein, wenn wir da gescheit die Rüstung haben. Ja, komm. Kaufen wir. Also so Annie. Ne, wir gucken erst mal weiter, was wir schon noch finden. Die Hosse sahen wir jetzt halt nicht so zu. Die Äpplerbeinkleider auch nicht. Bestienlederbeinkleider. Sündige Kniestiefel, haben wir die nicht? So irgendwie, keine Ahnung. Was haben wir dann hier Feines? Umhang des Reisenden. Ja, das lassen wir alles mal. Kaufen, achso, ja, stimmt. Haben wir jetzt das ausgewählt, dass wir. Oh, geil. Das ist teuer. Explosionspfeile habe ich dabei. 34. Habe ich das Ding jetzt gekauft eigentlich? Ah, ja, okay, ich guck mal. Achso, ja. Komm. Passt. Kaufen. Ja, wir kaufen uns eine Wildadlerrüstung und tun das jetzt ausrüsten. Okay. So, und dann tun wir sie gleich ein wenig verbessern, oder? So. Ja, ein Geld verbessern geht immer. Ah ja. Sollen wir gleich verkaufen? Nee, oder? Kaufen? Nee, verkaufen wollte ich irgendwas. Ja, guck mal, Hartknolle, faulige Bestie-Rippsche, komm, das verkaufen wir. Das kriegst du Verkauf. Vertrickelt es irgendwas. Ist alles Han. So. Kaufen. Gut. Come again? Ja. So. Dann will ich jetzt noch ein bisschen. Things as exciting as receiving new equipment. Ja. Let us use it dann will ich noch dahin gehen. Ich glaube, ich muss da Nuff gehen, oder? In die Kneipe. Die Kneipe. Was zum Penne? Ja, ich will eigentlich Sache inlachen. Hallo. The Sovereign's retinue makes to fell the dragon at last. Lager verwalten, laber du Nummer, Junge. So, und zwar das da kommt weg. Ja. Recht habe ich schon quasi. Ölpfeile kann ich eigentlich gar nichts damit anfangen im Moment. Ich glaube, ich habe gar keine. So. Reichlich Öl. Oh, ich weiß was. So, entnehmen. Entnehmen würde ich hier gerne irgendwas Gutes ist mal, weil noch irgendwann. Ah ja. Ich bräuchte Lebenskristall, sowas da. Lazarusstein. Enna reicht. Ich muss mich ein bisschen anstrengen. So, abbrechen. Und jetzt. Raste mal. Nee, mir raste hier, oder? Nee, mir raste nicht. Oder sollen wir doch? Ich weiß es nicht. Ach komm. Ob jetzt machen wir Platz. Sag mal, was ist denn hier los? So, also. Aufträge. Da. Nubatal. So, also ich gehe jetzt so irgendwie weiter. Nuff. Wie komme ich denn da wieder hin, ne? Wohin geht's zum Kopierer? Zum Kopierer! Ja, der Uni ist der, wo die Sache kopiert. Das meine ich damit. Wohin geht's zum Kopierer? Bin ich denn jetzt halt hier? Ist hier schon mal. Wir sind so gerade abgehauen. Oh.
Voilà. Ups, mal. Hm. Alter. Achso, da hinten ist auch ein Mausgewäst. Ja, ja, das stelle ich nicht so dran. Ich habe nur ein bisschen rumgeschossen. Hopp. Also, ich muss irgendwie nach Batal. Lass mal da runtergehen. Hier ist das alles voller Mais. Hey, da tue ich schlafen wolle. Solle. Wolle, solle. So. Ich gehe jetzt mal die Strohst noch. Oder muss ich da hoch? Wie ging das noch im Mo? Ich habe mich da. Jetzt verlaufe ich mich sogar in dem kleinen Mini-Dörfchen hier. So. So. Jetzt hat aber. Aller gut. Junge, was bist denn du für einer? Ey, echt jetzt? Guck dich mal an, Junge. Hingele! So. Hä? Was? I don't believe I had any visitors today. Be gone! I have no hospitality to extend toward one bereft of decorum. Was willst du von mir? Okay. Ja, jetzt will ich natürlich hierher. Das ist ganz klar. Jetzt will ich natürlich wissen, was bei dir so das Problem ist. Komm her, ich bring der Menschen so Blümchen mit, ne? So. Komme ich jetzt da doch nuff? Da steht das Geländer. Ich weiß nicht. So, ist mal egal. Scheinbar war ich hier oben noch nicht. Just going for a stroll. Und du? Oh, I can't complain. Okay, alles klar. Danke. Oder so. Brief. Ich möchte dich nicht ängstigen, Liebling, aber in all dem Chaos vor ein paar Tagen ist das Schlangenmonster entkommen. Es hat sich scheinbar zu den Bergen im Südwesten aufgemacht. Ich mache mir solche Sorgen um dich. Bitte pass auf. Oh. Schlangenmonster? Die Medusa? Von ganz von einem Anfang vielleicht? Stimmt, die haben wir eigentlich nie wieder gesehen, ne? Und das war, oh geil, esse. Ja, haben die gerade Gold abgekocht? Das war in Batal, die Medusa, ne? Was nur gesagt haben. So. Ich will so große Flak. Da müssen wir, glaube ich, hin. Ja, wo gehen wir jetzt auch hin? Hui! Was ist euer Problem? Waren wir da überall schon? Nein, nicht wirklich. Ah ja, guck du. Ja, stimmt, ich bin nur bis hierher gekommen, aber nie auf die andere Seite gegangen. So. Was macht das euch? Oh. Das Tor ist auf. Oder auch nicht. So, also. Aufpassen. Ach shit. Ich hab die Biestrin-Maske vergessen. Ich brauch jo eine Biestrin-Maske. Oder der lost nur Biestrin hin, hat er gesagt. Stimmt, und dann bräuchte man ja Biestrin Maske, das wäre natürlich nicht schlecht. Hab ich aber schon Kaf, hab's halt nur noch nicht benutzt. So, dann benutzen wir die jetzt halt mal, ne? So, aha. So, du musst ich muss an die Kiste. The Sovereign's Retinue makes to fell the dragon at last. Ja, das ist ja gut. Jetzt pass auf. Da, siehste, da habe ich sie. So, zack. Abbrechen. Ja. Oh, komm, lass. Dass die mir alle Frikadelle ans Ohr labern wollen, die haben sie doch nicht mehr alle. Hey, das interessiert mich nicht. Ah ja, Quatsch. Das interessiert mich vielleicht beim ersten Mo, aber nicht beim 100. Mo. So, jetzt aufpassen. Biestrin-Maske. Ausrüsten. So,
gut aus, oder? Was wollte ich denn hier eigentlich jetzt? Was weiß ich. So, also, Biestrin-Maske ist an. Und weiter geht's. Ja, wir rennen. Ich bin gespannt. Mir, weil aufs Maul kriege. So. Genau, danke, dass du das Dorf machst bei uns. Hallo. A merchant, eh? Have you an entry permit? Ja, hab ich, natürlich, natürlich. That cart has priority. Lord Phasus is come! Was? Open the gates! Lord Phasus? Das ist doch... Ja, und so, you seek to enter Batal, I presume? I'll have to check your permit. Ja, kann ich ruhig machen. Ich hab ja, na guck, hier, A38. Geht hindurch. Dankeschön. Dummkopf. So, Grenzkontrollpunkt. Schön. Surely I can permit myself but a moment's rest. Hallo? How might I assist you? Weiß nicht. Ich umgucke. So, was gibt's hier? Say, did you hear? There's been another oxcart raid. How many is that now? Dunno. But I'd wager it's the work of bandits. Gotta be them coral snakes again, eh? Korallenschlangen? Sir Lissandro's been iron hands in a bid to flush them out. Though they haven't found them yet. Well, if they're not caught soon, we'll be seeing shortages. Mark my words. You ever heard of the coral snakes? Nee, wer ist das? There's no lack of brigands looking to make some easy coin out on the roads. But what's scary about these coral snakes is how damn organized they are. Talk is, they fall upon you all at once and they're gone just as quick. Along with all your goods and coin. We've had no luck catching them either, I'm ashamed to say. I thought only fools turned to banditry. But if they're capable of maneuvers like that, they must be a clever sort, eh? Ja, schon irgendwie, ne? Honestly, if they've the brains for it. I suppose that's a foolish question. Any rate, if you've a mind to catch them and make a name for yourself, you ought to speak to Sir Lissandro. Alla gut. Erkundige dich über die Banditenbande. Ja, dann muss ich jetzt nicht du als vorrangiger Auftrag festlegen. Das kriege ich gerade so hier. Hallo. A group of bandits has been terrorizing the roads of late, targeting our Oxcart and the cargo they carry. Mhm. They call themselves the Coral Snakes, and they are no common thieves. They are organized and deadly efficient. And worse still, they are without scruples. They have been killing and stealing in equal measure. Devils, the lot of them. What say you? Would you lend your aid in catching them? Ayo. Many thanks, sir. I should be glad to know someone is doing aught to help us. You all begin by scouring for their hideout. It must be somewhere near the highway, for that has been their primary target thus far. Mayhap you could learn aught by speaking with some survivors of the raids. So, mir fällt gerade in. Ich habe ja hier noch einen Auftrag gehabt. Also nicht hier, aber am Grenzpunkt, ne? Wo ich noch irgendwas beweisen sollte mit der komischen Nonne. Und das wäre ja schon ziemlich geil, wenn ich das irgendwann mal wegkriegen würde. Also ich rede jetzt erstmal mit der Leid, ne? Hallo. Guten Tag. There's value in freedom. Value beyond gold. I've things to do, if you don't mind. Okay. Many of our citizens view pawns as bringers of calamity, and hatred for their ilk is common here in Bat-Batal.
Yet so boundless is Empress Nadinia's mercy that even lowly pawns may benefit from it. 'Twas she who decreed that no pawn may be forced into unpaid servitude or subjected to acts of violence. Oh, how magnanimous her heart, how generous her spirit. All pawns ought to bow before her majesty's peerless grace. Okay, die scheint schon ein cooles Mädchen zu sein. Die Majestät, du. I'm starving, I am. Hast du Hunger? Food? Have you? Ja, du siehst aber wirklich verhungert aus. Ja, ja, ist so gut. Ich geb dir was zu essen. Da, gereiftes Bestie-Rippsche. Könnte ich da geben. Ist das in Ordnung? Many thanks. Aber muss ich ein Feuer heiß machen. Hebst so übers Feuer, ne? I'm still very hungry. So, Moment. Spare some charity for the poor. Komm her, wart. Große Menge an Ausdauer, Gesundheit. Ja, ich gebe da so eins. Okay. You there? What do you think you're doing, huh? Ich fütter den. Keep your hands off him. Don't go thinking you can treat the poor however you like just because you're better off. What? Calm down, Hugo. You've got it all wrong. This kind sir has been good enough to share some food with me. I've the both of you to thank for my good health and my full belly. Okay. Is that right? Suppose I owe you an apology then, cuz. In my defense, one can't be too careful. There's a child snatching scoundrel around nearly every corner in these parts. The name's Hugo, by the way. I'm a helper of sorts to the poor Olivia. Ain't many folk willing to offer that sort of kindness. Even just one more's a glad sight, let me tell you. So pay me no mind. And I'm sorry for before. If you're here to help, I'll not say another word against you. Okay. Many, many thanks, sir. Lucky I am to have the two of you looking out for me. Ja, ich verstehe gerade nicht, was hier los ist, aber okay. So, war ich bei dem doch schon? Es sieht aus wie ihr Händler oder so. Ein offenes Ohr habe ich, ja. Will ich mir aber nichts sagen. So, jetzt pass auf. Ich würde gerne wieder zurückgehen. Muss ich jetzt mit denen durchreden? Achso, nee. So, jetzt pass auf. Ich würde... Oh, erstmal in das Zelt gucken. So. Ahaha. Lageausstattung mit Sandmuster. I'm afraid I'm unfamiliar with the matter at hand. Perhaps we should have a more knowledgeable pawn join our party. So, jetzt pass auf. Was? Ich will doch durch. There's been more trouble, as if we needed it. Happened right near here too. I'd bet my left boot. 'Twas those coral snakes. Severino, wie siehst du aus? It seems they've slipped past this checkpoint and gone right into Batal. What did they put all that effort into honest work like the rest of us? If someone doesn't put a stop to them anon, we'll all be sorry. A city can't function without a steady supply of goods, and fewer carts are making the journey. They say you should be thankful for your life, but simply being alive isn't the same as living, eh? The trouble happened due south of here. 'Twill be those coral snakes again. I'm sure of it. Okay, ich habe also gerade von einem Karre-Überfall erfahren. Ja, das ist so alles schön und gut. Was ich aber jetzt halt gucken will, geht zum Ort des Überfalls. Treasure chest. Wo dann? We shall have to find a way to reach it. Wo? Was stehen ihr eigentlich so blöde da rum? Ja, nichts scheinbar. Weil du siehst aber irgendwie... Heed no advice, save your own. Okay. Ja, pass auf, wacht. Was ich machen will, ist folgendes. Die Heilige des Abendviertels anpinne. Und dann auf der Karte gucke, wo ich hin muss. Da, guck. Bin ich ja irgendwie in der Nähe. Dann würde ich nämlich sagen, dann machen wir das noch. Bevor wir dann in Batal weiterreisen. Nach Batal. Also, nach Batal ist der Landstrich und Batal wahrscheinlich die Stadt dann oder so. So wie Sorin und Kranzorin. So, ich gehe jetzt zuerst mal gucken, wo ich da hin muss. So.
Okay. Dann lieber. Ja, dass ich zu dem Knispel da ins Haus muss. Looking to gain entry to Murden's Manor, are you? Good luck. Okay. First, he'll sweep you a look from head to toe. Then he'll ask. Ich muss mich wieder hübsch machen, oder? And slam the door in your face. That ponce. You'd think he'd know not to expect noble manners from us common folk. Okay. Ich verstehe, was du mal sagen willst. Danke. Danke. Der Wilmer sah. Zieh dir was Gescheites A. Das reimt sich sogar. Das reimt sich A noch. Was ist denn hier los? So, wo war Normo? Ach du, ja. Dann gehe ich mal halt was Schönes anziehen, dass der mich dann eventuell ninnen los. Mach mal Platz. So, diese Kackkleider, hey, echt jetzt, ne? Wie oft ich die schon A und ausgezogen habe, ist er Wari gebracht. So. Oh, die kennt ich. Komm her. Die kennt ich verkaufe. Hab jetzt 3 Mo. Kennt ich die 2 Mo verkaufe, weißt du? Das lassen wir einfach so. Durch die Maske? Die gehört, glaube ich, eh nicht dazu. It was a remarkable recovery, really. So, abbrechen. Burned to a crisp. Abbrechen. Okay, doing alles klar. Business with you. Ja. Machen wir Platz. Ja. Ah ja, na, du musst nicht immer rufgehen. Du musst mir nicht überall nuschlappen. Du bist doch kein Ketzel. So, ich verkaufe jetzt 2 Mo Klamotte. Guten Tag. Ja. Verkaufen. Und zwar das da und das da und das da und das da. Bitte schön, danke schön. So. Ja. Nothing caught your eye? Nee. Oh, that's a shame. Ja, gell? Let's hope there's aught worth our coin next. So, jetzt gucke ich mal auf die Karte. Ich hätte gerne ein bisschen größer. Ich bin hier. Ich gehe jetzt nach links. Okay. Ich gehe jetzt nach links. Weiter den Weg hoch. Bis da. Ich glaube, das ist wirklich oben dann bei dem Marmorplatz, ihr Stingers. Jetzt nur rechts. Nee, das ist nicht wo irgendwo drin. Hallo? An ill-mannered thing, aren't you? Finde ich jetzt halt nicht. Nur weil ich bei dir in Rinn gehe und dich überfallen will, bin ich doch nicht gleich umgehobelt. Ich suche hier Beweise. Nonnenbeweise. Aha. Also. Aha, im Sinne von. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht noch, was ich suche gerade. Bin ich zu früh? Bin ich zu spät? Das ist doch. Das ist doch, Ja. Ja, klar, ich laufe mal das Geländer runter. Oder ist es das Heisel da oben? Ist es wirklich vielleicht? Er ist todmüde, Junge. So, jetzt pass auf. Das da oben ist doch das hübsche Heisel, gell? Wir machen uns jetzt selber hübsch. Nicht Aufträge. Ausrüstung will ich haben. So, ausrüsten. Ausrüsten, ne? Die Maske können wir auch abziehen. Gerne. So, guck, sieht man nicht hübsch aus. Wie ein richtiger Edelmann-Frau. Jetzt kommt er schon wieder. Hallo. Ja. Ach, guck mal, da, plötzlich will er was von mir. You may enter. Junge, du kommst mir irgendwie
ein wenig komisch vor. Wer bist du? Now then, what business have you with me? Could it be you have come to learn of my magic, hmm? I wonder how you shall fare. Many are those who have knocked at my door only to walk away broken and defeated. Perhaps you would allow me to test your resolve? Bring me the grimoires I yet lack. I will not demand that you gather them all. A few shall suffice to prove your determination. Okay. Sammle Grimoires. Okay, hab ich ja schon ein paar. Ich guck mal, der hat doch bestimmt selber noch im Haus rumfliehen. Dann klaue ich sie ihm und gib sie ihm. Das ist immer eine gute Idee. Leid Sache klauen und dann wieder geben und dann freuen sie sich noch. So, wir gucken jetzt erstmal da. Never do. You would rifle through your host's possessions and... Ja, das ist richtig. Aber was will ich machen, ne? Ach, guck mal, du. Der Pfad des Winters. Sondern der Harmonie. Einfluss der Seele. Ich bin im Naval Job, bin ich Dieb. Also grundsätzlich darf ich das. Ich wollte es nur gesagt haben. Weil du darfst schon auch nicht meckern. Vielleicht noch eins. Das wäre nicht. Incompetent fool. Was dann? Vorwort von Geheimnisse des Mondscheinturms. Es war eine törichte Entscheidung des Staates, die Existenz des Mondscheinturms vor dem Volk zu verschleiern, denn an seinem Fuße schlummern Beweise für eine Zivilisation vor der unseren. Die Geheimnisse unserer Ursprünge warten in jenen Ruinen. Wir müssen bloß ihre heiligen Tiefen ausloten, um unsere ungeschriebene Geschichte zu erfahren. Ich habe geschworen, genau das zu tun, und ich werde nicht eher aus dem Abgrund auftauchen, bis ich die Wahrheit enthüllt habe. Okay. Und er zaubert was. Ich glaube, der macht mir jetzt halt weh. Tschüss. Ich gehe dann. Das ist ja scheiße, alle Zauber. Tschüss. Lalalalala. So. Ich bin aber hier immer noch nicht weitergekommen. Dodge. Ich bin hier immer noch nicht weitergekommen, wer oder was ich hier machen soll. Was habe ich jetzt eigentlich... Hoppala, sorry. Ach man, ich werde es nie schnallen. Ich verstehe auch nicht, warum ich dauernd mit Select das Menü aufrufen will. Mach mal Platz, Glatzkatz. Also, du musst doch irgendwas... Will this take long? I'm terribly... Will this take long? Alter. Radcliffe. Nerv mich nicht. Ich muss doch irgendwas finden, ihre Schuld zu beweisen. Ich weiß aber nicht, was... Stehen da schon wieder ein Laberer. What do you want? Na, keine Ahnung, aber ihr verhalte euch verdächtig und dann werden wir doch wohl noch gucken dürfen. So. Was muss ich hier machen? Ich habe keine Ahnung. So, und ich würde jetzt auch behaupten. Wie gelangen wir in das Krankenzimmer im Keller? Es gibt hier im Keller auch ein Krankenzimmer? Oh ja, ich sehe hier jemand. Glatze Katze, du warst das? Ich das, wo du drauf ballert? Ja. Okay. Es gibt hier im Basement auch ein Krankenzimmer.
Lass mal gucken. Will this take long? I'm terribly busy. Geleitschrift. Rolle. Aber man kann nichts lesen. Ah. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt zurück. Und ich tue jetzt erstmal mein Zeich loswerden. Komme ich nur zurück. Ich will ein bisschen Zeich loswerden, ein bisschen Gewicht loswerden. Bin natürlich schon da lieber lad, weil ich einen Haufen Bücher dabei habe. Seltsamerweise, die ich irgendeinem geklaut habe. Weiß nicht, wo die herkommen. Ich könnte mal gucken, was das überhaupt für eine Quest ist. Was erwacht. Urteil des Erzmagiers. Finde einige der folgenden Grimoires und bringe sie Myrdin. Es werde Licht, fulminanter Schild und Totenglocke der Nation. Heulender Schneesturm, erhabene Erde. Es werde Licht, Schild, Totenglocke, heulender Schneesturm, erhabene Erde. Muss ich mal gucken, ob ich sowas habe. Was habe ich denn eigentlich dem geklaut? Einfluss der Seele, Pfad des Winters, donnernde Harmonie. Es werde Licht. Ach guck mal, die hatte ich dann schon mal. Das ist doch schon mal was. So, ich gehe jetzt da runter und gehe jetzt erstmal rund penne. Wenn ich da halt hier gehe. Ja. Jetzt habe ich mich wieder verlauft, gell? So, da muss ich nur. Ja, jetzt, Alter, waren die nur Meckrikan, hey, die glatze Katze. Da. So, also jetzt, Kollege, pass auf. Folgendes. Ich will, ja. Zeich in Lager. Und zwar, das do. Lagerausstattung mit Sandmuster sowieso. Stärke und Magie, boah, lass mal weg, do. Einfluss der Seele, Pfad des Winters, sondern der Harmonie. Es werde Licht, das gebe ich ihm wieder, das sucht er ja, ne? So. Aller gut. Onkel Ulrich, was hast du so zum Verstauen? Nix Wirkliches. Glatze Katze hat ein bisschen was, so. Die Ayana hat auch ein bisschen was. Grundsätzlich, so, passt. Dann würde ich gerne entnehmen. Ein paar Bücher. Heilmittel, Utensilien. Utensilien finde ich wahrscheinlich die Bücher, oder? So, jetzt haben wir hier. Einfluss der Seele, verordnete Stille, dreschende Glut, Pfad des Winters, Herr der Blitze, vulkanische Melodie, eisiger Wohlklang. Nee, ich habe keine so Bücher, wo der sucht. Ha. Was haben wir denn sonst noch hier? Kodex des Soldaten. Fähigkeit für Kämpfer. Benutze ihn, um zügelloser Zorn zu erlernen. Spezialisierung Windbeuter. Windbeuter, ja. Nee, so, burned to a crisp. Pass auf, wacht. So. Wir gehen jetzt da draschte und verheizt soll's das Gewässer sein. Moje, mach mal weiter. Ich informiere mich mal, was ich machen muss, um die Nonne-Quest weiterzubringen, weil die würde ich halt gern vorher abschließen, bevor ich noch oder in Bagbatal rumreise und Zeich mache. Hoppala. Aller gute Leid. Zieh mal dann, Moje. Und tschüss.